Servus Freunde, ich grüße euch und in diesem Video geht es um das Thema der Schuhwahl für alpine Touren. Dies ist ein hochbrisantes Thema und einige Leute bekommen da durchaus erhitzte Gemüter, wenn wir über dieses Thema sprechen, weil hier liegt auch oft der Vorwurf im Raum, dass man sich mit der falschen Schuhwahl unnötig in Gefahr begibt, dass man mit unzureichendem Schuhwerk in den Alpen für Bergwärtseinsätze sorgt und die Mitglieder der Bergwacht sich dementsprechend in Lebensgefahr begeben müssen, weil man selbst unzureichendes Schuhwerk trägt. Wir alle kennen den Begriff des Turnschuhtouristen, der sinnbildlich für all die Leute steht, die mit fehlender Erfahrung, mangelhafter Ausrüstung und mangelndem alpinen Wissen in den Bergen unterwegs sind und dort für Unfälle sorgen. Generell sollte jeder, der alpine Touren angehen möchte, sich in einem Fachgeschäft beraten lassen, dort Schuhe anprobieren und dann eine Schuhwahl, die für ihn oder sie selbst entsprechend passend ist, treffen und nicht anhand von den Schuhen, die in irgendwelchen YouTube-Videos getragen werden, die Kaufentscheidung dann treffen. Ich werde hier in diesem Video ausschließlich über meine eigenen Erfahrungen reden. Und diese lassen sich eben nicht auf alle anderen Zuschauer 1:1 übertragen, im Gegenteil. Und dementsprechend werde ich hier auch keine Garantie übernehmen, dass wenn ihr dieselben Schuhe nehmt, die ich nehme, dass das für euch passt und dass das für euch zu einem guten Ergebnis führt. Ich übernehme hier keine Garantie, ich übernehme für euer Handeln keine Verantwortung, die müsst ihr selber übernehmen. Ihr müsst in den Bergen eigenverantwortlich unterwegs sein und das fängt beim eigenverantwortlichen Kauf der Schuhe an. Und ich weise darauf hin, dass ich hier auch überhaupt keine Empfehlungen ausspreche. Ich werde hier einige in meinen Augen Tatsachen ansprechen, die für mich persönlich eine große Rolle bei der Schuhauswahl darstellen, aber danach müsst ihr anhand aller Informationen, die ihr aus verschiedenen Quellen sammelt, eure eigenen Entscheidungen treffen. Wenn ihr euch meine Videos anseht, dann werdet ihr natürlich feststellen, dass ich in 80% der Fälle mit Trailrunning-Schuhen unterwegs bin. Die sehen also derart aus und es sind keine schweren Bergstiefel. Das heißt, ich persönlich halte mich da eben nicht an die gängigen Empfehlungen. Allerdings sehe ich hier auch einen großen Unterschied, wenn man betrachtet, um was für Touren handelt es sich denn. Gehe ich im Winter oder bei winterlichen Verhältnissen auf das Matterhorn, dann brauche ich sicherlich andere Schuhe, als wenn ich bei sommerlichen Verhältnissen durch den Stopselzieher hinauf zur Zugspitze steige. Und ich rede jetzt in diesem Video eben von Touren, die für Geübte im mittleren Schwierigkeitssegment liegen. Und ich rede von eher sommerlichen oder frühherbstlichen Voraussetzungen, wo ich vielleicht mal mit wenigen kurzen Restschneefeldern zu rechnen habe, aber eigentlich davon ausgehen kann, dass ich mehr oder weniger schneefrei bis zum Gipfel komme. Und wenn ich mich auf solche Touren beschränke, dann habe ich persönlich mit meinem Trainingsstand, mit meiner Erfahrung und mit meinem alpinen Wissen bisher mit diesen Schuhen kein Problem gehabt. Die Kritik an Trailrunning-Schuhen im alpinen Gelände richtet sich zum einen auf den fehlenden Knöchelschutz. Das heißt, weil der Schuh relativ flach ist hier hinten, sind die Knöchel eben frei. Und das kann dazu führen, dass ich zum Beispiel in einem Geröllfall fällt, wenn ich abrutsche, mit dem Knöchel an einen Stein anschlage und mir den Knöchel verletze. Und diese Gefahr besteht natürlich tatsächlich. Hier ist es allerdings aus meiner Erfahrung so, wenn ich trittsicher bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch gering, dass ich abrutsche und mir den Knöchel anschlage. Da ich mit diesen Schuhen sehr viel auch im Mittelgebirge trainiere und hier auch auf technisch anspruchsvolleren Wegen unterwegs bin und dort eben dann Trailrunning zum Beispiel mache, habe ich in diesen Schuhen eine sehr gute Trittsicherheit erlangt mittlerweile. Und daher kann ich für mich persönlich sagen, dass ich auch durch ein Geröllfell sicher mit so einem Schuh hindurchkomme. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass jeder andere das auch hinbekommt. Und für manche Leute ist so ein Knöchelschutz im Geröllfeld sicherlich eine wichtige Schutzvorrichtung, auf die nicht verzichtet werden sollte. Der nächste Kritikpunkt
ist die Robustheit im alpinen Gelände. Hier höre ich oft, dass sich die Schuhe im alpinen Gelände zu schnell abnutzen. Und vor allen Dingen auch habe ich das gehört, dass man in einem Klettersteig mit solchen Schuhen einen enormen Abrieb hat und die Schuhe quasi nach 3-4 Klettersteigen dann wegschmeißen kann. Und dazu möchte ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Ich habe also sehr viele Klettersteige gemacht. Ihr seht ja die Videos auch auf meinem Kanal. Und ich hatte nie das Gefühl, dass die Schuhe extrem schnell abnutzen im Klettersteig. Meiner Erfahrung nach ist es auch hier wieder so, dass wenn ich trittsicher unterwegs bin, dass ich dann eben nicht ständig am Fels entlang rutsche. Und wenn ich nicht am Fels entlang rutsche, gibt es auch keinen Abrieb. Und diese Schuhe haben bei mir wirklich schon sehr viele Klettersteige überstanden, ohne dass ich großen Verschleiß hätte feststellen können. Und für mich persönlich ist es so, dass die eher weiche Sohle, die flexible Sohle und im Vergleich zu schweren Bergstiefeln auch dünne Sohle dazu führt, dass ich deutlich besser klettern kann. Und da gebe ich zu bedenken, dass wenn ich in eine Kletterhalle gehe oder an einen Fels, wo Kletterer sind, ich habe dort noch nie Leute in schweren Stiefeln klettern sehen. Und das ist ja auch ganz logisch. Beim Klettern ist es von Vorteil, wenn ich die Wand spüre. Und beim Klettern ist es von Vorteil, wenn ich eine gewisse Flexibilität im Fuß auch noch habe. Und dementsprechend würde ich behaupten, dass solche eher leichten und flexiblen Schuhe beim Klettern im Klettersteig deutlich besser geeignet sind als schwere Bergstiefel. Nicht was die Sicherheit des Fußes angeht, wenn mir die Trittsicherheit fehlt und ich ständig irgendwo gegenstoße, dann sind diese Schuhe natürlich für meine Füße nicht so gut geeignet, weil ich mir dann Blessuren holen werde. Aber wenn ich eben klettererfahren bin und trittsicher bin, dann kann ich hiermit meiner Erfahrung nach sehr sicher durch einen Klettersteig gehen und mit einem schweren Bergstiefel habe ich weniger Gefühl und wäre unsicherer unterwegs. Wie gesagt, ich spreche nur für mich persönlich, für andere mag das anders sein. Es gibt allerdings auch die Empfehlung, dass man bei wirklich anspruchsvollen Klettersteigen, wenn ich zum Beispiel so etwas wie den Mauerläufer machen will, dann, dass ich dann mir richtige Kletterschuhe in den Rucksack packe und dann beim Beginn des Klettersteigs eben die Bergstiefel ausziehe, mit denen ich bis dorthin gegangen bin, und die Kletterschuhe anziehe. Und ich sag mal, wenn ich eben weiß, dass ich im Grunde Kletterschuhe brauche für solche schwierigeren Steige, dann bin ich ja mit diesen Schuhen wesentlich dichter an Kletterschuhen dran als mit Bergstiefeln. Auch das ist für mich ein klarer Hinweis darauf, dass für Klettersteige solche Schuhe im Vergleich zu Bergstiefeln eigentlich nicht als ungeeignet angesehen werden sollten. Der nächste Punkt, warum ich bei alpinen Touren solche Schuhe bevorzuge, ist, dass sie leicht sind und eben, dass die Sohle flexibel ist. Und warum ist das von Vorteil? Wenn ich jetzt eine wirklich lange Bergtour mache, dann kann ich persönlich die schlichtweg gar nicht in steifen, schweren Stiefeln machen. So etwas wie Zugspitzüberschreitung an einem Tag, das heißt, ich gehe an einem Tag über den Stopselzieher rauf und übers Gatterl runter, da komme ich auf über 30 Kilometer Wegstrecke, ich mache über 2000 Höhenmeter letzten Endes rauf und runter. Und so eine Tour wäre für mich nicht machbar in schweren Bergstiefeln, die auch relativ steif sind. Das würde ich nicht hinbekommen. Und ich bin auch nicht bereit, auf solche Touren zu verzichten, nur weil mir Leute irgendwie vorwerfen, dass meine Trailrunning-Schuhe im alpinen Gelände lebensgefährlich sein würden. Das sehe ich also nicht ein. Und man kann sich auch mal anschauen, wie viele Leute mittlerweile eben auch im alpinen Gelände sogar Trailrunning machen. Und die sind natürlich auch alle in solchen Schuhen unterwegs, machen zum Teil 70 Kilometer und mehr an Läufen, auch rauf zur Zugspitze und wieder runter. Und das alles ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so exotisch. Das wird schon seit vielen Jahren gemacht und die Leute kommen eben mit diesen Schuhen offensichtlich auch klar im Gelände. Und ich mache jetzt bei solchen Touren dann natürlich kein Trailrunning, sondern ich mache dann eher, sage ich mal, in die Richtung Speedhiking, also relativ schnelles Wandern, und auch da in diesem Bereich
sind solche Schuhe meiner Meinung nach gut geeignet. Und der Punkt ist einfach der, Gewicht an den Füßen wirkt sich wesentlich stärker aus als Gewicht im Rucksack. Das heißt, ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden, die Quelle dazu nicht mehr finden können, aber ich habe gehört, und es klingt für mich auch plausibel, dass 1 Kilo mehr an den Schuhen, also wenn ich Schuhe habe, die pro Schuh 500 Gramm mehr wiegen, in Summe 1 Kilo dann, dass das demselben Kraftaufwand entspricht, als wenn ich mir 7 Kilo mehr in den Rucksack packe. Und warum ist das so? Der Rucksack bewegt sich ja mehr oder weniger gleichförmig. Das heißt, wenn die Masse da einmal in Bewegung ist, muss ich nicht mehr viel Energie reinstecken, damit sie in Bewegung bleibt. Aber die Schuhe, die werden ja immer wieder gebremst, dann wieder beschleunigt, dann wieder gebremst und wieder beschleunigt. Wir haben also immer Bremsen, Beschleunigen. Und da muss ich die Masse eben immer wieder neu in Bewegung setzen, abbremsen. Und da ist natürlich ein viel höherer Energieaufwand. Zusätzlich werden die Füße immer noch leicht angehoben. Das heißt, der Energieaufwand für das Gewicht der Schuhe ist viel, viel, viel größer als ein entsprechendes Gewicht, was ich im Rucksack mitschleppen würde. Der nächste Punkt ist die Flexibilität der Sohle. Und oft wird ja eine steife Sohle im Gelände gefordert. Aber wenn die Sohle hier komplett steif ist und ich diese Bewegung nicht machen kann, dann schränke ich ja meinen Bewegungsapparat ein. Dasselbe ist, wenn ich hier in diesem Bereich des Knöchels meine Knöchelbeweglichkeit, meine Sprunggelenkbeweglichkeit einschränke. In beiden Fällen schränke ich meinen Bewegungsapparat ein. Und dazu würde ich Folgendes bedenken. Der Mensch hat ein ausgesprochen effizientes Gehen entwickelt über die Jahrmillionen der Evolution. Von den Landsäugetieren gibt es kein anderes Geschöpf, was derart effizient zu Fuß unterwegs ist wie der Mensch. Das heißt, auf lange Distanzen sind wir sehr energieeffizient unterwegs und ja, wie gesagt, kein anderes Landsäugetier schafft solche großen Distanzen wie der Mensch. Wenn man jetzt guckt, dass eben Extremläufer über 100 Kilometer am Tag laufen. Und die ist nur deswegen möglich, weil sich unser Gang auf 2 Beinen über Jahrmillionen immer effizienter entwickelt hat und wir da jetzt also wirklich eine Hochleistungsmaschine haben, sozusagen. Und wenn ich jetzt hingehe und bei so einer Hochleistungsmaschine gewisse Gelenke einschränke, dann ist es ja völlig klar, dass ich damit Effizienz herausnehme aus dem System. Weil diese Beweglichkeit hat sich ja nicht deswegen über Jahrmillionen so entwickelt, weil sie überflüssig ist, weil man sie gar nicht braucht. Ja? Wenn ich also die Möglichkeit, den Fußballen abzuknicken, wenn ich die beschränke oder sogar dafür sorge, dass der Fußballen gar nicht mehr geknickt werden kann bei einer harten Sohle, dann habe ich ja einen Teil der Bewegung herausgenommen, der eben zu dieser Effizienz nötig ist und ich werde definitiv ineffizienter und das kostet mich dann bei derselben Strecke entsprechend viel mehr Energie und gewisse Strecken, die ich eben mit einem flexiblen Schuh schaffe, die kann ich eben nicht mit einem unflexiblen Schuh schaffen. Wenn ich einen Schuh auswähle, so ist dieser Schuh immer ein Kompromiss. Es gibt da keine kompromisslose Auswahl. Auf der einen Seite habe ich die Sicherheit und auf der anderen Seite habe ich die Effizienz. Der sicherste Schuh wäre ein Skischuh, in dem kann ich nicht umknicken und auch kleinere Steine, die mir auf den Fuß fallen, würden da nichts ausmachen. Aber die Effizienz beim Gehen ist natürlich absolut schlecht bei so einem Schuh. Da bin ich nach 500 Metern dann konditionell am Ende. Auf der anderen Seite habe ich eben einen ziemlich leichten Schuh und hier ist eben das Umknicken eher möglich. Hier kann ich mir eher den Fuß verletzen. Und da muss jeder selber überlegen, wo er eben die Prioritäten setzt. Aber ohne Kompromisse geht es gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will Unfälle zu 100% vermeiden, dann ist die Entscheidung, dass ich gar nicht ins Gebirge gehe. Weil egal mit welchem Schuh ich ins Gebirge gehe, es ist doch immer gefährlicher, als wenn ich zu Hause bleibe und nur durch den Park hinterm Haus spazieren gehe. Das sind also die Gründe dafür, warum ich Touren dieser Kategorie eben mit diesen Schuhen mache
Und zusätzlich kommt eben noch dazu, dass ich bei meinen Trainingstouren im Mittelgebirge diese Schuhe anziehe. Im Zweifelsfall nehme ich dann also lieber die Schuhe, mit denen ich die meiste Erfahrung habe und die meisten Trainingskilometer absolviert habe, anstatt einen vermeintlich sicheren Schuh zu nehmen, den ich aber nur in Ausnahmefällen anziehe. Was die Schuhwahl angeht, da lasse ich mir jetzt auch nicht mehr von irgendwelchen vermeintlichen Experten reinreden oder mir da vermitteln, dass das irgendwie lebensgefährlich ist, was ich da praktiziere. Denn dafür habe ich einfach schon zu viele Touren mit diesen Schuhen problemlos gemacht. Wenn es da also ein generelles Sicherheitsproblem geben würde bei mir und meiner Schuhauswahl, dann wäre dieses auch schon aufgetreten. Und das ist es bis jetzt eben nicht. Und wie gesagt, es hängt hier einfach auch von dem eigenen Trainingsstand ab, wie trittsicher man ist, wie gut man geübt ist. Und da spreche ich nur für mich und ich spreche eben nicht für alle anderen. Es kann durchaus sein, dass andere Leute ganz andere Schuhe brauchen, habe ich ja vorher auch schon erwähnt. Und da nochmal der Hinweis, das hier ist keine Empfehlung, sondern das ist nur mein eigener Erfahrungsbericht. Kommen wir nochmal auf die Turnschuhtouristen zu sprechen. Und hier ist es eben so, dass viele Leute beobachten, dass eben insbesondere aufgrund der schlechten Schuhwahl Unfälle passieren. Und da denke ich aber, dass man das etwas differenzierter betrachten muss. Es ist nämlich so, dass bei nur mittelmäßig schweren Bergen, die jetzt für geübte Leute in der Regel kein Problem sind, ich möchte hier als Beispiel mal den Säuling zum Beispiel anführen. Das heißt, hier haben wir eine technisch anspruchsvolle Bergtour. Der Weg ist mit einem schwarzen Punkt markiert, aber für einen Geübten ist der Weg zum Gipfel trotzdem nicht übermäßig schwierig. Nun stimmt es durchaus, dass viele Leute dort verunfallen, die dann keine bergspezifischen Schuhe tragen. Aber daraus kann man meiner Meinung nach nicht schlussfolgern, dass es eben in erster Linie an den Schuhen gelegen hat. Ich möchte mal dafür ein Beispiel geben. Bei der Tour de France passieren 100% aller Unfälle mit Fahrrädern ohne Licht. Aber daraus kann man jetzt nicht schlussfolgern, dass das fehlende Licht die Unfallursache ist. Es ist eben einfach so, dass weil alle Räder dort kein Licht haben, auch alle Unfälle nur mit Rädern passieren können, die kein Licht haben. Aber kein einziger dieser Unfälle wäre dadurch verhindert worden, dass ich Licht an die Fahrräder montiere. Und ein ähnlicher Fehlschluss liegt meiner Meinung nach auch bei den Turnschuhtouristen vor. Das heißt, ich sehe, dass viele Leute in bergunspezifischen Schuhen verunfallen und schlussfolgere daraus, dass aufgrund dieser Schuhwahl die ganzen Unfälle passieren. Aber die Unfälle passieren meiner Meinung nach, weil die Leute ungeübt sind, weil die Leute nicht trittsicher sind, weil die Leute keine Bergerfahrung haben. Und auf der anderen Seite haben aber genau diese Leute eben auch noch gar keine Bergstiefel gekauft, weil sie ja noch gar keine Bergsportler sind. Und daher können sie eben gar nicht in Bergstiefeln verunfallen. Sie müssen in leichten Schuhen verunfallen, weil sie gar keine anderen Schuhe besitzen. Und daher ist hier die Schlussfolgerung meiner Meinung nach fragwürdig, dass die Schuhe als die Hauptunfallursache angesehen werden können. Und wenn man das Ganze weiterdenkt, würde es ja auch bedeuten, dass ein Anfänger, der unsicher im Gelände unterwegs ist und natürlich wegen dieser Unsicherheit verunfallt, dass der auf einmal klarkommen würde, einfach wenn er sich bessere Schuhe kaufen würde. Aber das würde ja bedeuten, dass ich mangelnde Erfahrung, dass ich mangelnde Trittsicherheit, dass ich mangelndes Training durch den Kauf von teuren Bergstiefeln quasi ausgleichen kann. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Das funktioniert nicht. Mal etwas überspitzt formuliert, sieht es für mich oft so aus, dass dann die selbsternannten Schuhexperten weder ein Trailrunning- oder Zugstiegsschuh von einem Tennishallenschuh unterscheiden können und dass, wenn sie dann irgendwo jemanden sehen müssen, der gerettet wird, der eben keine schweren Bergstiefel trägt, dann ist für diese Experten alles ganz klar, es liegt an den Schuhen, auch wenn derjenige vielleicht deswegen gerettet werden muss, weil er einen Steinschlag an den Kopf bekommen hat. Ein weiterer Aspekt, der mir zu dem Thema einfällt, ist, dass sich die Charakteristik von vielen Touren auch über die letzten Jahre geändert hat. Das liegt eben am Klimawandel. Das führt dazu, dass Touren
heutzutage dann im Sommer eisfrei und schneefrei sind, die das vor 20 oder 30 oder 40 Jahren eben nicht gewesen sind. Und dementsprechend kann ich solche Touren heute eben auch mit anderen Schuhen machen, wie ich sie hätte damals machen können. Das alles ist meine rein persönliche Meinung und basiert auf meinen eigenen Erfahrungen. Und ich weiß, was für mich persönlich machbar ist mit solchen leichten Schuhen im Gelände. Ich kenne da meine Grenzen und die Grenzen des Materials. Und dementsprechend bin ich damit dann auch auf den Touren sicher unterwegs, wo ich mich für diese Schuhe entscheide. Und das ist, wie gesagt, keine Empfehlung und keine Garantie für andere. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist und was eure Erfahrung mit den verschiedenen Schuharten ist.